In einem Massagesalon ermitteln im nächsten Einsatz Katja Wolf und Nicole Riedel. Egon 1121 von Egon. Der 1121 hört. Fahrt in die Angerstraße 22. Frau Stahl meldet dort eine hilfeersuchende Person und randalierende Jugendliche. Sonderrechte sind frei, der RTW rollt auch und es müsste sich um ein Sportcenter handeln. Okay. Ja, alles klar, das ist uns bekannt. Wir rollen. Vor einem Fitnessstudio hat eine junge Frau ihre Schwester aufgefunden. Bewusstlos, verletzt und nur spärlich bekleidet. Zu allem Unglück werden die beiden von geifernden Teenagern belagert. Hey, 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 hey! Die Polizei, stopp! Hallo? Hey, Jungs, was macht ihr hier für eine Scheiße? In dem Moment, als wir ankamen, haben wir nur gesehen, dass da eine junge Frau auf dem Boden lag. Die war bewusstlos, hatte eine Kopfplatzwunde, hat an der Hand noch ein bisschen Blut gehabt. Und drei junge Männer oder Jugendliche standen drumherum. Die waren alle ein bisschen angetrunken und haben die Sache wie wild gefilmt. Es war noch eine junge Frau dabei, die sich als die Schwester ausgab. Und im ersten Moment war alles sehr, sehr unübersichtlich. Die haben jetzt hier irgendwie das gefilmt, das Ganze. Okay. Ich hab alles drauf. Ist total cool, sowas zu filmen, oder? Ja, finde ich auch. Zu helfen, finde ich krass. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen große Klappe habt und du vor allen Dingen, du sitzt gleich in der Karre. Sorry. Und zwar mit der 8 auf dem Rücken. Jetzt halt den Rand, du nervst. Also wir haben den Jungs gesagt, dass das eigentlich ein Verhalten ist, was gar nicht geht. Zumal die da auch eine unterlassene Hilfeleistung quasi steht im Raum. Ne? Normalerweise hätten die helfen müssen und sich nicht davor stellen und mit dem Handy filmen. Einmal zu dem Bus rüber. Ihr kommt jetzt einfach mit. Ja, doch. Darum. Von der angeforderten Verstärkung werden die Jungs zur Wache befördert. Endlich können sich die Kommissarinnen in Ruhe um die Bewusstlose kümmern. Kam sie jetzt schon verletzt hier runter oder ist sie jetzt durch den Sturz verletzt? Das weiß ich nicht. Sie ist halt hier. Haben Sie auch nicht gesehen? Ich habe sie auch nur so gefunden. Meine Kollegin hatte sich also hier mit der Schwester der Geschädigten unterhalten. Sie konnte ihr schildern, dass sie also hier ihrer Schwester einen Massagegutschein geschenkt hatte. Sie hat ihre Schwester hier hingebracht, wollte ihr da ein bisschen Entspannung und Erholung gönnen. Und als sie dann aber wieder hier hinkam, sah sie ihre Schwester nur aus dem Eingangsbereich raustorkeln und dann stürzen. Und dann lag sie eben hier mit den Verletzungen. Bleiben Sie bei Ihrer Schwester so lange? Wir gucken einmal oben, ja? Im ersten Stock des Sportzentrums befindet sich der Massagesalon, den die Verletzte besucht hat. Dort treffen die Beamtinnen auf den Inhaber. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Wer sind Sie? Ich bin Johannes. Ich bin hier Shopmanager. Bin hier am Arbeiten. Okay, haben Sie irgendwie mitgekriegt, was da unten gerade los war? Ich war jetzt die letzte halbe Stunde hinten und habe die neue Lieferung verladen. Nichts mitbekommen? Nein. Da unten vor der Tür liegt eine schwer verletzte Frau. Okay. Die war wohl hier bei der Massage. Okay. Können Sie nichts zu sagen? Also meine Kollegin ist schon weg. Also wir haben zwei Masseusen hier und die eine macht jetzt nur Teilzeit. Auf den ersten Eindruck machte der Herr Duksch schon einen glaubwürdigen Eindruck. Allerdings muss man hier natürlich immer sehen, gerade wenn sich jetzt nicht allzu viele Personen hier in dem Kreis befinden, die das gewesen sein könnten, da muss man natürlich misstrauisch bleiben. Und da kommen zunächst erstmal alle hier anwesenden Personen in Frage. Also wie gesagt, ich war jetzt die ganze Zeit hinten und habe die neue Lieferung geladen. Und das sind auch noch die Klamotten von der Dame. Und was ist das hier unten? Eine Haarsträhne oder was ist das? Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich pack die mal ein. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch, hier eine riesen Haarsträhne. Sieht jetzt nicht aus wie jemand, der gerade ein paar Haare verloren hat. Nee. Ja? Sieht aus wie abgeschnitten. Was verdächtig war, war, dass wir dann hier so eine abgeschnittene Haarsträhne gefunden haben noch. Die lag auf dem Boden. Das ist natürlich komisch, also dass dann in so einem Massageraum, wo ja eigentlich Sauberkeit und Hygiene herrscht, dann so abgeschnittene Haarsträhne zu finden ist. Die Kundin war da jetzt aber eine halbe Stunde allein. Ne? Also wie gesagt, ich war hinten im Lager. Ja, die ist ja auch nur mit Handtuch runtergegangen. Ja, ja. Das ist ja schon. Als wir den Mitarbeiter mit dieser Haarsträhne konfrontiert haben, hat er sich erstmal sehr unwissend gegeben. Er könnte sich das alles überhaupt nicht erklären, warum und weshalb. Okay, ist das schon alles ein bisschen merkwürdig, ne? Hi. Wir haben einen Patienten mit dem Auto. Ja. Würden die jetzt auch relativ zeitnah in die Klinik bringen. Mhm. Die Symptome, die sie hat, tendieren schon irgendwie in die Richtung Intoxikation. Ja. Okay. Das heißt? Irgendwas hat sie genommen, ja. Die Schwester hat uns ganz klipp und klar gesagt, sie hat definitiv nichts mit Drogen zu tun. Und der Herr Duksch hat uns dann wohl irgendwie den Hinweis gegeben, dass da noch ein anderer Stammkunde wäre, der irgendwie sehr auffällig wäre und wohl schon öfter mal aufgefallen wäre, mit irgendwie, dass er den Frauen dahinterher geiert oder wie. Die Polizei, hallo. 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 Was ist hier denn los? Sie haben noch einen Kunde drin?
Ja, das ist mein Stammkunde, Frederik. Okay. Okay, ist Ihnen hier so in der letzten Stunde irgendwas aufgefallen, irgendwas Auffälliges? Also ich bin um den Block gelaufen, habe mir eine geraucht. Die Masseurin war im fraglichen Zeitraum nicht im Haus. Ihr Kunde allerdings hat sich in diesem Massageraum aufgehalten, allein. Sie war zwischendurch mal alleine, ja? Ja, der war zwischendurch alleine. Hallo. Guten Tag. Was ist hier denn los? Was machen Sie denn hier? Wollen wir Sie fragen? Wieso? Ich gehe mir hier von der Massage. Was ist denn los? Okay. Sonderstheater hier. Haben Sie hier gerade noch mit einer anderen Kundin irgendwie Kontakt gehabt? Das ist egal, was ich hier gemacht habe. Wir wollen nichts von Ihnen, ja? Es geht darum, dass hier eine schwerverletzte Person. Was macht denn die Polizei hier? Alles gut. Alles gut. Wir stellen einfach nur Fragen, ja? Wir fragen. Ja, das ist mir alles zu bunt. Hey, ich nehme meine Sachen und gehe. Sie bleiben hier. So, was war denn die Scheiße? Was uns ein bisschen merkwürdig vorkam, ist, dass er direkt die Flucht ergreifen wollte. Wir mussten ihn dann leider Gottes auch Handschellen anlegen, weil er halt ein bisschen renitent war und sich gewehrt hat. Wolltest du mal eine Abfrage machen? Ja, halt du ihn mal fest. Ich sag am besten gar nichts mehr. Ja, brauchen Sie ja nicht, ne? Ob das besser ist. Ja. Wir haben ihn über die Leitstelle überprüfen lassen. Bei der Abfrage kam dann raus, dass er also wegen Körperverletzungsdelikten bekannt ist. Allerdings war er jetzt nicht einschlägig bekannt und aktuell lag gegen ihn auch nichts vor, sodass wir jetzt nicht sagen konnten, dass er jetzt für uns hier auf jeden Fall im engeren Verdacht steht. Hi. Der junge Mann müsste noch mal mit nach unten. Die Klamotten liegen noch in dem Raum hier. Könnt ihr aber nachher holen. Er hat jetzt die Handschellen momentan an. Auch der Kunde muss aufs Revier. Mit dem Opfer hat er nichts zu tun. Die Beamtinnen vermuten jedoch stark, dass die Ursache der Vergiftung irgendwo im Massagesalon zu finden ist. Wir gucken jetzt mal hier so ein bisschen rum. Ja, aber rum. Da hinter der Theke brauchen Sie doch ja, nicht suchen. Ja, ich möchte aber trotzdem gerne mal. Hinter ja? der Theke brauchen Sie doch. Sich doch nicht suchen. Also, haben Sie irgendwas zu verbergen? Wo sind Ihre Klamotten? Ist das Ihr Rucksack? Haben Sie was zu verbergen oder warum? Ist das Ihr Rucksack? Ja, natürlich ist es mein Rucksack. Ich guck da mal rein, ne? Eine verdächtige Schere befindet sich im Rucksack des Chefs und ebenso ein starkes Beruhigungsmittel. Ich habe das noch nie gesehen. Keine Ahnung. Das hat bestimmt der Typ da rein. Hier ist keiner mehr. Das ist Ihr Rucksack und Sie können sich nicht erklären, warum das da drin ist. Ich war eine halbe Stunde weit hinten. Ja? Ich habe dem Herrn Duksch das nicht wirklich abgenommen, weil ich glaube nicht, dass man da einen Rucksack stehen hat, den man eigentlich von außen gar nicht sehen kann und da packt plötzlich irgendjemand irgendwelche Sachen rein. Ja, aber das ist. Ja, ich war eine halbe Stunde. Das kann meine Chefin noch bezeugen. Die hat okay. angerufen, hat mir die Order gegeben. Na? Das interessiert mich jetzt aber auch mal. Ja, das passt ja irgendwie. Das ist Ihr Rucksack, also das hab ich ja? Gesehen. Das haben Sie noch nie gesehen. Nein, das ist in Ihrem Rucksack. Nein, 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 nein. Der Fluchtversuch liefert einen weiteren Beweis, dass der Inhaber für die Tat verantwortlich ist. Das ist Ihr Rucksack, ja? Ja. So, dann ist das ja auch Ihre Mappe hier. Was sagen Sie denn dazu? Ja. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Sagen Sie mir jetzt, was Sie mit den Frauen und den Haaren hier, was es damit auf sich hat. Ich lege mich da nur ein bisschen dazu und kuschel ein bisschen mit denen. Und die wollen das auch alle? Ja, die kriegen doch gar nichts damit. Also wir werden uns jetzt in der nächsten Zeit die ganze Kundenkartei mal vorknüpfen, mal durchgucken, auch das Personal befragen, ob es noch mehr potenzielle Opfer gibt, die dem Herrn Duksch da tatsächlich irgendwie unter die Fuchtel gekommen sind. Also das ist eine Sache, die geht eigentlich gar nicht, ne? Wissen Sie. Die kriminaltechnische Untersuchung ergibt später, dass der Chef die Beruhigungstabletten in grünem Tee gelöst hat. Den hat er seinen Kundinnen kostenfrei angeboten, zur Entspannung. So, habt ihr noch irgendwelche Infos für uns? Wir haben jetzt eine vital stabile Patientin. Ja. Habt ihr irgendwas gefunden? Ja. Was denn? Flunitrazepam oder so, kann das sein? Das passt null. Das? Ja. Das könnte passen, ja. Zum einen steht hier die gefährliche Körperverletzung im Raum durch das Verabreichen von den Tabletten. Und des Weiteren, dadurch, dass er sich zu den Damen hin dazugelegt hat und sie angefasst hat, steht hier noch ein anderer Straftatbestand im Raum. Und zwar wäre das der sexuelle Missbrauch von widerstandsunfähigen Personen. Gut, dann nehmen wir ihn mit, ne? Ja, dann fahren wir, ne? Würde ich sagen. Die Polizei findet 10 weitere Frauen, die der Salonbetreiber heimlich belästigt hat. Neben einem Strafverfahren erwartet den Sextäter somit auch eine Zivilklage der Opfer auf Schadenersatz.